Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind fleißig am Bauen. Ich könnte aber auch noch mal ein paar Utensilien mitnehmen, wo ich schon mal hier bin. Ich habe ja hier mehr als genug eigentlich im Petto, wie zum Beispiel die hier. Das hier kann ich auch mitnehmen. Das von mir aus. Zaun haben wir auch ein bisschen. So, zack. Warum nicht? Wir haben es doch. Eine Leiter brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. So. Ne, wir bauen unten weiter am Industriegebiet, deswegen bleibt mal dran. Dazu gehen wir doch einfach mal hier in die Mine. Und nehme auch die Abkürzung über den Teleporter. Geht nämlich recht zügig und ihr seht hier ordentlich was passiert. Ich habe hier mal zugemauert, damit da keiner durchkommt. Genauso hier schon mal angefangen. Wegen der Beleuchtung einfach alleine, um zu gucken, wie sehr das wirklich gut läuft. Hier ist alles okay drin im Lager. Und was fehlt mir hier? Warum mache ich das? Aus dem einfachen Grund, hier so eine kleine Werkstatt reinzimmern, war zumindest mein Plan. So. Guck mal, da kommt schon das erste böse Schweinchen auf uns zu. Da werden wir hier noch ordentlich zu tun haben. Die nehmen wir natürlich immer alle an uns. Ich überlege, ob ich hier vielleicht nicht ein bisschen hochgehe. So eine halbe Etage. Dazu müsste ich, wenn wir den hier erstmal nochmal setzen. So, runterfallen wollen wir ja nicht. So. Dann nehme ich einfach den hier. Oh. Haben wir uns da irgendwo verkalkuliert? Nö, eigentlich nicht. Ja, ja gut, hier haben wir so eine kleine Ecke drin. Verbindet sich leider nicht. Schade. Den nehme ich sparen. Kostet ja alles. Da werde ich sogar auf den hier übergehen. Warte mal. So. Passt zwar nicht ganz zu dem, aber ist auch nicht so schlimm. Ich könnte das auch so drehen. Hätte ja auch mal was. Ist mal wieder was anderes. Oder? Das heißt, der kommt so hin. Zack, zack. Wir müssen ja hier ein bisschen Vielfalt zeigen. So, dadurch haben wir da nämlich auch den Stahl hinter. Sieht doch ganz nett aus. So, und dann haben wir ja noch den schönen Zaun. Zäuneli, Industriezaun. Ja, warum auch nicht? Hier so überall dazwischen kleistern. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Auch so. Aber mehr nicht. Doch. Das ist schön, dass das sich nicht verbindet. Gebe ich hier offen zu. Dass es da autark bleibt. Okay, perfekt. Wirkt doch schon mal ganz nett.
So, jetzt hier. Da wird es gleich ein bisschen heller, weil die Farben natürlich jetzt hier anders reflektiert werden. Also das Licht. So rede ich mir das zumindest immer ein. So, weiter brauchen wir nicht. Einfach mal wieder was anderes hier zeigen. Ups. Bisschen Beton. Na, wo ist... Doch nämlich auch ganz nett. Ich finde. Warum soll es nicht mal eine Betonwand sein? Beton, Betonmischer. Oh, jetzt haben wir da eine Linie. Ist aber auch nicht verkehrt. Die will ich ja auch haben. Hoch da. Mal. Nice. Über spätere Folgen von außen oder so brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Und dann können wir nämlich hier in aller Ruhe, sage ich mal, haben wir ja extra die zwei, einmal dahin so. Dahin schieben wir mal ein bisschen zur Seite, so. Wahrscheinlich nie eine vernünftige Ecke hinbekommen. Können wir auch das hier. So. Und jetzt noch die Beleuchtung. Da brauchen wir eine Decke für. Hier kann sowieso noch einer ruhig drauf, wenn ich mir das gerade mal so anschaue. Haben wir da keinen mehr? Du erstmal hier rein, du hier rein. Ich schon sagen. Zack, zack. Komm mal nicht ran. So. Ich weiß ja noch sowieso noch nicht, wie ich die Abschlüsse mache, um ehrlich zu sein. Alles halt ein bisschen düster, aber immer noch okay. So, und hier kommt jetzt halt die Decke. Beton ist halt ungünstig. Die Platten sind nice.
Da hätten wir hier so eine Stahldecke. Vielleicht auch mit Muster. Wie gesagt, Umgebung mache ich mir später Gedanken. Genauso der obere Anschluss. Verkehrt ist es nicht. Man sieht einen Unterschied. So, welche Decke habe ich jetzt hier drüben reingesetzt? Genau, auch nur den ganz normalen Boden. Und das machen wir jetzt hier auch. So. Mir geht nicht. Ich hoffe, das bleibt hell genug. Ich hoffe, ihr seht auch was. Ja, für mich ist es halt noch vollkommen in Ordnung, so von der Sicht. Wenn ich mal ehrlich bin. Mach mal so hier ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch Licht drin. Das passt. Auch wenn wir von hier draußen gucken. Und ich finde das hier mit der Wand auch cool. Schöne Werkstatt. Warum nicht? Ein bisschen Initiativdeko. Passt. Was willst du mehr? Und so von der, wenn das da so die Decke endet, ist das ja auch nicht verkehrt. So, hier müssen wir natürlich noch ein bisschen ran. Hier. Zack. Nehmen wir den hier noch mit. Das sehe ich jetzt auch nicht als so schlecht an. Zugemauert. So. Kann ruhig so ein bisschen rausgucken alles. Schönes Straßensystem. Haben wir nämlich hier so eine kleine Grundversorgung geschaffen und mit der Straße will ich halt nach hinten durch. Deswegen haben wir ja extra hier ein paar mehr. Einfach geradeaus rüber. Nur nichts verschwenden. Muss auch nicht sein. Strahlung kriegen wir gerade gar nicht. Doch, jetzt kommt sie langsam wieder. Gehen wir ruhig mal bis hier ran. Haben wir ein gutes Stück geschafft. So eine Straße hat was. Könnte man auch sehr modern bauen jetzt mit dem neuen System. Ich
Vielleicht mache ich ja hier auch so eine Brücke draus. Ich weiß noch nicht. Muss ja nicht alles zubauen. Genauso hier vielleicht nochmal eine Kreuzung. Passt. Lange, lange Straße. Mal, da geht's rum. So. Wir haben auf jeden Fall den. Ich überlege, ob ich hier jetzt halt nochmal so einen Viererblock ransetze. Also so hier quasi. Eins. 3. Der normale Block. Aha, muss ich aufpassen. 3. Der normale Block. Und hier dann nochmal eine Kreuzung. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Nicht alles ist. Ja, hier gehen jetzt halt nämlich 1, 2, 3 nach vorne ab. Sehr, 1, 2, 3. So. Hier eine Treppe hin. Hier sehe ich das richtig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, genau. Synchronität, meine Freunde. Synchronität. So, passt. Ja, kann ja ruhig da unten ein bisschen so sein, stört ja nicht. Hier kommt dann wieder der normale hin. Und hier eine Treppe. Passt. Ich finde das. Hat auf jeden Fall was. Dann machen wir hier mal die Lampen hin. Dann habe ich ja hier nur mittig genau. Das geht genau auf alles. Ich bin ja begeistert. Den hier. Kopieren die uns jetzt ziemlich einfach. Direkt erstmal hier das Straßennetz ausbauen. Bis zum gewissen Grad. Oh, jetzt. Ich mache mal einfach hier die Funzel an. Der ist noch falsch.
Der dann da auch, aber egal. Es wird weniger. So viel steht schon mal fest. Ich liebe es. Es hat auf jeden Fall Stil. Und so, jetzt müssen wir halt nur noch gucken wegen dem hier. Klar, ich könnte jetzt alles in jede Richtung setzen, aber das will ich gar nicht. Und ich werde die so machen. Das heißt, der kommt dahin. Bin ich denn überhaupt richtig? Weit genug? Ja, genau. Damit der Winkel immer so stimmt. So. Dahin, dahin. Perfekt. Komm hier unter der Straße vor. Dumm Mirus. Soweit aber ganz gut. Jetzt würde ich einfach nur sagen, oh Gott, wir sind schon wieder voll über der Zeit. Hier nehme ich auch noch dicht. Nichts mit Brücke. Da sind wir zu weit hier drüben dran. Ah, ist wie gesagt auch nicht so schlimm. Oh shit. Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitraum, um Feierabend zu machen. Weil nochmal so ein Typ können wir, glaube ich, gerade nicht ab. Ihr seht, wir sind gut vorangekommen. Ich hoffe, euch gefällt das hier unten. Wenn ja, sagt es ruhig, schreibt es runter in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin.